Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenbrock, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Jetzt steht die englische Woche bevor. Wie sieht das Programm aus? Also wie bereitet ihr euch jetzt gerade auch nach der dann doch herben Niederlage noch vor auf das Spiel? Wir haben klar und deutlich halt die Fehler angesprochen, die wir alle gemacht haben. Und wir versuchen daraus zu lernen. Ich bin nicht der Trainer, der halt immer ausrastet und hier 8 Spieler absägt und fordert 8 neue Spieler. Das bin ich nicht. Ich glaube, wir haben halt eine Mannschaft, die charakterstark ist, dass sie nach so einer Niederlage halt zurückkommen können und erfolgreich Fußball spielen können. Aber wir müssen auf diese Basics konzentrieren. Basics ist halt Spiel gegen den Ball, gerade in unserem eigenen Strafraum, dass wir halt Torchancen zulassen werden, aber nicht so einfachen Torchancen. Und wenn wir das nicht abstellen, dann ist die englische Woche halt keine schöne Woche. Auch Kuka Engel, hast du schon Alternativen im Kopf oder wie sieht die Startelf aus? Ja, wir haben halt Leute auf der Bank gehabt und Baschke Mrenneke, der halt noch nicht zum Einsatz gekommen ist, der wartet auf seine Chance. Julius kann halt rüber auf die linke Seite oder Baschke auf die linke Seite. Wir haben da schon Alternativen im Kopf. Steffen Tigges ist eine gewohnte Position Außenspieler als Außenspieler. Wir haben halt Alternativen und die Leute, die hinten dran sind, müssen halt jetzt, wo sie gefordert sind, müssen sie halt ihre Leistung bringen.